Als Ergänzung zur Sinus-PWM möchte ich noch kurz erklären, was sich hinter diesem Begriff Unterschwingungsverfahren verbirgt. Das heißt tatsächlich, bei dieser Sinus-PWM nennt man manchmal auch Deutsch Unterschwingungsverfahren und das bezieht sich auf eine spektrale Interpretation des Ausgangsspannungssignals. Das heißt, ich habe hier nochmal dargestellt die Verläufe einerseits der Brückenausgangsspannung, hier jetzt für eine Vollbrücke. Das heißt, hier würden wir jetzt zum Beispiel springen zwischen Plus UD und Minus UD und enthalten dort als Grundschwingung diesen sinusförmigen Anteil. Das heißt, wir sehen hier nochmal sehr schön, während der positiven Halbwelle der Ausgangsspannung kriegen wir Tastverhältnisse, die größer als 0,5 sind und dort maximal sozusagen das Tastverhältnis am Maximum der Ausgangsspannung. Das heißt, wenn wir hier UA1 Max haben und wir kriegen die kleinsten Tastverhältnisse und damit häufiger die negative Ausgangsspannung beim Minimum dieser Grundschwingung. Und jetzt wollen wir das mal spektral interpretieren. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt diesen grauen PWM-Verlauf hier betrachten, das heißt hier diese Spannung UAB bei dem Vollbrückenwechselrichter, beziehungsweise können wir auch einfach als UPWM bezeichnen und davon das Spektrum berechnen, werden wir diesen rechten Verlauf haben. Das heißt, wir machen hier eine Fourier-Reihenentwicklung und dann würde man sehen, okay, tatsächlich, wir kriegen hier um die Schaltfrequenz, mehrfache der Schaltfrequenz herum, so wie wir es gewohnt sind, einen Verlauf, dass jetzt hier sozusagen Spektrallinien bei vielfachen der Schaltfrequenz vorkommen. Weil das aber eine Modulation ist, werden wir auch so Seitenbänder haben, aber wir werden zusätzlich einen Spektralanteil kriegen, deutlich unterhalb der Schaltfrequenz. Und dieser Spektralanteil ergibt sich jetzt aus diesem zeitlich veränderlichen Tastverhältnis. Und das ist jetzt tatsächlich die Grundschwingung. Das heißt, das hier ist der Grundschwingungsanteil. Und der interessiert uns jetzt für unsere Last, wenn wir zum Beispiel einen Motor anschließen oder einen anderen Wechselspannungsverbraucher beziehungsweise ins Netz einspeisen. Wir könnten jetzt hier einen Tiefpassfilter machen. Das heißt, hier zum Beispiel im gewissen Übergangsbereich diesen Grundschwingungsanteil rausfiltern, sodass der Oberschwingungsanteil verschwindet und wir in der Last nur diesen Grundschwingungsanteil kriegen. Das heißt tatsächlich, wenn man das zerlegt, jetzt hier den sogenannten Oberschwingungsanteil bestimmt, indem man die Differenz bildet, UPWM minus diese Grundschwingung UA1 von T, das wäre dieser untere Verlauf, dann haben wir also durch den Schaltvorgang diese zusätzlichen Spektralanteile, die uns eigentlich nicht interessieren für die Last und uns interessiert eigentlich bloß diese Grundschwingung, die aber jetzt hier im Spektrum als Unterschwingung, weil unterhalb der eigentlichen Schaltfrequenz liegend vorkommt. Und deswegen wird dieses Verfahren auch als Unterschwingungsverfahren bezeichnet. Bei der Sinus-PWM, also diesem Unterschwingungsverfahren, können wir jetzt noch eine weitere Besonderheit feststellen. Und zwar gibt es eigentlich unterschiedliche Bereiche, die durchlaufen werden. Das heißt, wir haben unterschiedliche Betriebszustände, insbesondere für die Zuordnung zwischen Modulationsindex und dem Verlauf der Referenzspannung. Das heißt, man unterscheidet den linearen Steuerbereich, den Bereich der Übermodulation und die Grundfrequenztaktung als Extremfall. Sagen wir, Sinus-PWM, linearer Steuerbereich ist das, was wir bisher betrachtet haben. Das heißt, wir haben ein Referenzsignal mit einer Amplitude UREF Max, die ist kleiner als die Amplitude unseres Trägersignals UTR Max. In diesem Bereich ist der Modulationsindex zwischen 0 und 1. Das heißt, hier werden wir einen linearen Zusammenhang kriegen zwischen der Ausgangsspannung Amplitude und der Referenzspannungsamplitude. Dann gibt es den Bereich der Übermodulation. Ja, tatsächlich der lineare Bereich, das wird nur so lange funktionieren, wie UREF jetzt hier kleiner ist von seinen momentanen Werten als der Scheitelwert UTR Max. Wenn wir jetzt in dem Bereich sind, dass UREF größer wird zu wenigen Zeitpunkten als der Scheitelwert der Spannung UTR Max, dann passiert Folgendes. Dann werden wir hier zeitweise keine Schaltvorgänge während der Schaltfrequenz, die eigentlich vorgegeben wird durch dieses Trägersignal, kriegen, sondern wir sehen jetzt hier, ab diesem Bereich ist die Spannung UREF von ihrem momentanen Wert immer größer als die Spannung UTR. Hier kriegen wir sozusagen für ein paar Perioden konstant einen Highpegel. Tatsächlich wird sich das so äußern, dass wir jetzt hier auch eine Grundschwingung im Ausgangssignal kriegen, die größer sein wird als durch diesen eigentlich linearen Wert vorgegeben, durch das Verhältnis UREF Max zu UTR Max. Wir werden also bezogen auf den Modulationsgrad einen Wert kriegen, der größer ist als 1, aber wir haben keinen linearen Zusammenhang mehr zwischen der Amplitude
des Ausgangssignals und der Amplitude des Referenzsignals. Das heißt, wir sind hier im Bereich der sogenannten Übermodulation, einfach ein zu großer Amplitudenwert der Referenzspannung. Und jetzt kann man sagen, tatsächlich die Grundfrequenztaktung ist der dritte Betriebsmodus der Sinus-PWM, ist sozusagen der Extremwert, wenn jetzt hier das Referenzsignal viel, viel größer ist von seiner Amplitude als das Trägersignal, und zwar so, dass wir nur noch einen Schaltvorgang pro Periode des Referenzsignals kriegen, und dann kriegen wir als Extremwert sozusagen den Modulationsindex MU ist gleich 4 durch Pi, den Maximalwert der Ausgangsspannung. Mehr können wir sozusagen beim vorgegebenen Wechselrichter nicht erreichen.